Das Gebet ist die direkte Kommunikation mit Gott. Und man spricht im Gebet ganz vertraut, innig und offen mit Gott. Man wendet sich an ihn, wie man sich an einen Freund wendet, an einen Bekannten, wenn man nett über die neuesten Dinge plaudert oder wenn man sich ganz vertrauensvoll mit einem Familienmitglied unterhält. Das Gebet ist nicht einfach nur, wie Sigmund Freud oder Richard Dawkins es jetzt wahrscheinlich sagen würden, eine Unterhaltung bzw. ein Zwangsritual mit einem imaginären Freund, sondern die Kommunikation mit Gott im Gebet ist die Pflege des eigenen Glaubens und ist auch damit die Pflege der Beziehung zu Gott. Denn wer mit Gott spricht, der bezieht Gott in sein Leben ein. Sagt nicht ständig, ja, ich bin Christ und damit basta, damit man sich möglichst viele Freunde machen kann oder so weiter. Sondern, und man macht es auch nicht so, dass man sagt, ja, Gott ist bestimmt irgendetwas ganz fern abseits der Realität. Das hat ja mit mir und meinem Leben ja sowieso nichts zu tun. Nein, man bezieht Gott aktiv mit ein und hat ihn hier im Gebet als Gesprächspartner vor sich. Wie man mit einem Freund oder wie man mit seiner eigenen Familie kommuniziert. Doch ist Glaube beziehungsweise eben das Gebet und damit der Glaube an die Wirkung des Gebets nicht einfach nur psychologische Illusion? Ist es nicht völlig sinnfrei, einfach nur mit Luft zu sprechen? Nein, denn man kommuniziert aktiv mit dem Gott, der selbst eine Person ist, mit dem einzigen Gott, der existiert, mit Gottes universellem Geist, der in Jesus Christus Fleisch wurde. Und damit eben führt man ein Gespräch auf Augenhöhe. Warum man beten sollte und warum Beten wichtig und kostbar ist, darum geht es in diesem Beitrag. Zunächst einmal ist die Kommunikation erstens natürlich mit Gott eine, in der man sich eben vertrauensvoll und offen an ihn wenden kann. Man kann mit ihm alles besprechen. Ja? Der Mensch ist ein Kommunikationswesen. Er ist gerne in der Gesellschaft, liebt soziale Interaktionen und braucht es einfach, sich Kummer, Sorge oder auch sich gute Dinge eben vom Leib beziehungsweise von der Seele zu reden. Der Mensch liebt es, mit anderen über gewisse Dinge zu sprechen, denn in der Gesellschaft arbeitet man gewisse Dinge besser auf. Doch oftmals schämt man sich, wenn man zum Beispiel jetzt über eine Spinnenphobie spricht oder dass man in der nächsten Arbeit vielleicht eine Sex geschrieben hat, sei es jetzt im Studium, sei es jetzt in der Schule, sei es irgendwo. Manchmal schämt man sich einfach für seine Sorgen und Ängste und wagt es nicht, sie mit jemandem zu besprechen. Doch da Gott einen in- und auswendig kennt, hat man einen Gesprächspartner, der mehr als auf Augenhöhe ist. Gott kennt einen in- und auswendig und damit versteht Gott einen auch. Schließlich ist man geliebtes Geschöpf Gottes. Wenn man jetzt in die Kommunikation mit dem Schöpfer eintritt, dann kann man ihm alles anvertrauen. Sorglos, dass man ausgelacht wird oder dass man irgendwie bestraft wird oder aus der sozialen Gesellschaft ausgelagert wird, weil der ist ja uncool in Anführungszeichen, weil er nicht den sozialen normativen Vorschriften entspricht. Nein, mit Gott kann ich ein offenes Gespräch führen und kann alles besprechen. Seien es jetzt Sorge und Kummer, die mich bedrücken, oder sei es einfach ein Dankesgebet, wie dankbar man doch ist, dass das Leben gerade so gut läuft. Und dafür ist ja auch Gott maßgeblich verantwortlich, denn er lenkt und leitet ja die Geschicke. Natürlich muss der Mensch einzelne Dinge durchmachen, aber er kann Gott immer um Hilfe bitten. Und das ist auch schon der zweite Grund, warum man beten sollte. Ja? Denn der Mensch bittet hier aktiv um Hilfe und bekommt sie auch. Es ist eben nicht wie mit einem imaginären Freund, sondern Gott wirkt. Gott möchte natürlich, dass man sich an ihn wendet, dass man sich offen und ehrlich an ihn wendet. Ja? Dass man also um etwas bittet, denn damit merkt Gott eben, dass es einem ernst ist und dass man nicht sagt, ja, jetzt lasse ich mal Gott deinen guten Mann sein und gib mir dies, gib mir das. Man sollte auf Augenhöhe mit Gott sprechen. Man sollte akzeptieren, dass gewisse Dinge sind, wie sie sind, aber man darf natürlich bei Gott über diese Dinge sprechen, sie mit Gott gemeinsam aufarbeiten und man darf Gott auch um gewisse Dinge bitten. Und das ist jetzt eben nicht wie bei einem imaginären Freund. Man kann bitten, worum man möchte, ohne sich zu schämen und ohne, dass man ausgelacht wird. Und Punkt Nummer 3, es ist auch so, dass man eben jetzt hier
eben sagen muss, dass das Gebet eben wirkt. Beten hilft. Man weiß es immer wieder von Wunderberichten, dass wenn man sich inbrünstig an Jesus Christus gewandt hat, dass man dann plötzlich von einer schweren Krankheit geheilt wurde. Dass dann die verkrüppelte Hand, die eigentlich nicht mehr zu retten gewesen ist, sich plötzlich wieder bewegt. Und dass man eben letzten Endes auch dann, dass man dann eben auch geheilt wird und dass man dann eben auch erfährt, wie gut Gott ist. Natürlich könnten Atheisten jetzt sagen, ja, warum sollten wir denn überhaupt beten, wenn Gott eh alles vorherbestimmt und wenn er eh schon weiß, wie es kommt. Nur weil man, und damit muss jetzt auch aufgeräumt werden, weiß, wie etwas abläuft, heißt das noch lange nicht, dass ich etwas beeinflusse. Wenn ich ein Deutschlandspiel verpasse und weiß, dass es 2:1 für Deutschland ausgegangen ist und kenne die Torschützen und in welcher Minute das geschehen ist, möchte mir trotzdem allerdings die Wiederholung ansehen, dann schaue ich mir dieses Spiel an und weiß genau, wann beispielsweise jetzt Thomas Müller ein Tor schießt. Doch damit kontrolliere ich nicht Thomas Müller auf dem Bildschirm, sondern es kommt so, weil ich genau weiß, dass es so kommen muss und deshalb fühle ich mich dann dadurch bestätigt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich genau weiß, dass eine Person zu einem Thema in bestimmter Weise eingestellt ist. Wenn ich zum Beispiel fest weiß, ja, dieser Mann hier, der ist überzeugter Atheist und glaubt nicht an Gott. Wenn ich jetzt zu ihm hingehe und ich nehme mir vor, ich gehe zu ihm hin und frage ihn, glaubst du an Gott? Dann weiß ich natürlich, weil er Atheist ist, dass er sagen wird, nein, ich glaube nicht an Gott. Nur weil ich allerdings weiß, was er antwortet, kontrolliere doch ich nicht seine Antwort. Und das ist eben der Unterschied. Der Mensch hat einen freien Willen. Natürlich weiß Gott im Voraus, in seiner Allmacht, wie sich der Mensch entscheiden wird. Aber wenn er eben weiß, dass sich der Mensch eben aus freien Stücken an Gott wendet, dann ist eben Gott selbstverständlich dazu in der Lage, die Naturgesetze aufzuheben und natürlich innerhalb der Empirie zu interagieren und zu intervenieren. Und das ist eben der Grund. Beten wirkt. Ja, immer wieder kennen wir es aus Bekehrungszeugnissen, wie man zu Jesus Christus gefunden hat, aufgrund einer Heilung oder dass ein gewisses Ereignis eingetroffen ist, wenn man gebetet hat, dass die tote Oma zum Beispiel, da gab es ja diese Berichte mit dem Hindu, da betet der Hindu erst zu seinen hinduistischen Gottheiten, dann findet er allerdings keine Antwort. Dann betet er aktiv zu Jesus Christus, dass die Mutter wieder aufstehen möge. Und tatsächlich ist die Mutter wieder ins Leben gekommen und dann berichtet sie auch noch von einer Nahtoderfahrung, bei der sie Jesus gesehen hat. All diese Dinge zeigen eben, dass Gott wirkt und dass Gott hilft. Das Gebet kann allerdings auch in verschiedenen anderen Dingen wirken. Wenn zum Beispiel ein unwahrscheinliches Ereignis eintritt, dann kann man sich da natürlich dafür bedanken. Wenn man allerdings für dieses unwahrscheinliche Ereignis gebetet hatte, welches zum Wohl von einem selbst oder auch zum Wohl von anderen ist und es tritt ein, dann wirkt das Gebet ebenso. Zudem muss man sagen, dass das Gebet, nächster Grund, medizinisch wirkt. Das Gebet lohnt sich medizinisch. Medizinisch ist das Gebet gesund, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eben sich abseits der Alltagshektik in ein Gebet zu versenken, die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol reduziert. Und das wirkt dann wiederum stärkend auf das Abwehrsystem des Körpers. Des Weiteren tut es natürlich generell gut, wenn man natürlich sich an jemanden wenden kann und seine ganzen Sorgen und seinen ganzen Kummer abladen kann. Das Wunder des Gebets manifestiert sich allerdings auch medizinisch ganz anders. Die amerikanische Ärztezeitschrift Medical Tribune berichtete von einem Großversuch, bei dem Fernsehzuschauer aufgefordert worden waren, für etwa 300 Patienten mit dem gleichen Herzfehler zu beten. Eine etwa gleich große Anzahl von Patienten verzichtete freiwillig auf diesen religiösen Beistand. Fazit: Den Kranken, für die gebetet worden war, ging es nach einem Vierteljahr deutlich besser. Wer dafür jetzt Beweise haben möchte, der kann im weltweit ersten Online-Fürbittezentrum für kranke oder sorgenvolle Menschen beten oder selbst um ein Gebet bitten. Mehr als 300.000 Fürbitten haben das virtuelle Gebetszentrum www.prayer.la/index.asp erreicht. Das bedeutet ganz klar,
Wie kann das jetzt sein? Wie kann es sein, dass das Gebet hier geholfen und gewirkt hat? Die einen erklären es damit, dass eben in einem kollektiven Bewusstseinsfeld oder im allumfassenden Quantenfeld wir alle verschränkt sind. Das ist selbstverständlich so. Und dass dadurch dann durch das Gebet Energie von einem freigesetzt wurde und diese Energie sich dann auf diesen Menschen übertragen hat. Die anderen sagen dann wiederum, dass dieses Quantenfeld sich dazu entschlossen hat, dass viele, eben weil viele Menschen gebetet haben, dann eben so zu interagieren, dass die Menschen gesund werden. Und tatsächlich, wir haben es immer wieder, wenn ein Mensch zu Jesus Christus für einen anderen Menschen bittet, der schwer krank ist, dann finden wir es immer wieder, dass er geheilt wird. Es gibt so viele Zeugnisse, in denen Menschen, die vorher skeptisch waren und überhaupt keine Erwartungshaltung hatten, zu Menschen hingehen, damit für sie gebetet wird, weil ein anderer ihnen das empfohlen hat. Dadurch, dass sie ja sowieso nicht zu verlieren hatten, aber allerdings auch nicht daran glaubten, gingen sie dann eben mit dieser Erwartungshaltung hin, dass gar nichts passiert. Man könne halt einfach nur nichts verlieren. Allerdings dann stellt sich eben heraus, dass wenn man eben bereit ist, Jesus sein Leben zu geben, beziehungsweise wenn der dann eben sagt, ja, in Jesu Christi Namen sei er geheilt, und dann ist er tatsächlich von einer schweren Krankheit, die ja sowieso nicht heilbar war, geheilt, dann machen viele Menschen die Erfahrung, dass sie eben überzeugt sind. Und da kann man dann eben jetzt auch folgendes Beispiel, folgenden Vers in der Bibel anführen, und zwar Matthäus 9, Vers 22. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, und das Weib ward gesund zu derselben Stunde. Das bedeutet, Jesus definiert den Glauben vor anderen Menschen nicht, er lässt ihnen freien Raum, eben gewisse Arten, Jesus zu bitten und eben an Jesus Christus zu glauben, dass er tatsächlich Gott ist. Und dann sagt er, dein Glaube hat dir geholfen, nachdem sie Jesus Christus eben gebeten haben, etwas zu tun, beziehungsweise gebeten haben, sie gesund zu machen oder ein gewisses Ereignis eintreten zu lassen. Das Gebet ist zutiefst biblisch und ist biblisch vorgeschrieben. Der Herr Jesus Christus schreibt es in Matthäus 6,5 selbst vor. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Naja, das heißt zunächst einmal ganz konkret, dass Jesus sagt, beten ist im Grunde eine ganz persönliche Angelegenheit und da kann jeder sich eben an Gott wenden und ohne hier irgendwie Profit rausschlagen zu wollen. Man muss nicht hinstellen und haha, ich bin der große Märtyrer, der jetzt für alle bittet und betet, sondern man kann sich einfach zurückziehen und den Glauben aktiv leben. Man kann privat mit Gott kommunizieren und man muss sich damit nicht schmücken. Natürlich kann man sich auf offener Straße eben hinstellen und für Menschen beten. Man kann natürlich eben auch, und das ist ein weiterer Grund, warum man beten sollte, in der Gemeinschaft beten. Glaube verbindet nämlich, das Gebet verbindet. In der Kirche, wenn Menschen zusammenkommen, dann beten sie gemeinsam und das verbindet. Denn sie feiern gemeinsam einen feierlichen Gottesdienst und ehren den Herrn Jesus Christus, ehren Gott und beten auch zu ihm, tragen gemeinsam Fürbitten vor und beten gemeinsam zueinander, leben also gegenseitig Nächstenliebe aus. Das Gebet ist also letzten Endes eine gute Möglichkeit, in einer solidarischen Gesellschaft zusammenzuhalten. Natürlich, das ist allerdings was ganz anderes, als stellt man sich vorhin hin und schaut, ich bin so gut, ich bete für jeden. Selbstverständlich sagt Jesus, dass das Gebet eben genau eine persönliche Kommunikation mit Gott sein kann, die keinen anderen Menschen etwas angeht. Und das kann eben nur das Gebet leisten, denn Gott kennt einen sowieso in- und auswendig. Und ganz private und intime Dinge kann man, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen, mit Gott besprechen. Ein besonders starker Grund dafür zu beten ist eben, Jesus hat gesagt, betet immer. Wie in Lukas Kapitel 11, Vers 5 bis 12, Jesus sagt, dass man nicht nachlassen soll im Gebet. Er macht in seinen Gleichnissen und Reden immer wieder deutlich, dass man eben Gott sogar nerven darf, in dem Sinne, dass Gott immer Sprechzeit hat.
Das bedeutet, es gibt keine Sprechzeiten, wie zum Beispiel beim Psychologen. Man hat keinen festen Termin, wo man jetzt sich gerade ausheulen muss oder wo man jetzt unter Druck steht, etwas zu tun oder etwas zu sagen, was man vielleicht sogar für sich selbst behalten möchte. Jesus sagt hier eben ganz klar, dass Gott immer für einen offen ist. Wenn man gerade in der Lage ist, beziehungsweise wenn man gerade in der Stimmung ist, zu beten, dann kann man zu Gott kommen. Ob das jetzt um 9 Uhr morgens ist oder um 3 Uhr nachts. Gott hört einem immer zu. Und das ist eben sehr schön. Bei Gott braucht man keinen Termin. Bei Gott muss man sich nicht irgendwie verstellen. Bei Gott kann man ganz authentisch zu jeder Uhrzeit sein. Ohne dass man vorher einen Termin ausgemacht hat und ohne dass man sich auf einen Termin vorbereiten muss. In dem Sinne, ja, jetzt muss ich so richtig auf die Tränendrüse drücken, wie zum Beispiel beim Psychologen, wenn man dann sagen muss, ja, jetzt muss ich eben dann mit ihm das besprechen. Auch einige unangenehme Dinge, die ich ihm ungern sagen möchte. Natürlich, eine psychologische Therapie kann sehr gut helfen, aber ich meine doch, dass das Gebet da die wesentlich bessere Alternative ist und dass man da letzten Endes dann auch, dass es da viel persönlicher ist, denn Gott kennt einen ja in- und auswendig und von Gott bist du ja selbst gemacht und er ist dein Freund in jeder Lebenslage, weshalb du eben einen ganz persönlichen Draht hast. Das ist bei einem Psychologen bzw. bei einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten vollkommen anders. Wir sehen also, dass das Gebet für den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Das Gebet kann nicht nur das Leben von Menschen so zum Positiven verändern, es kann auch dafür sorgen, dass ein Mensch eben glücklich ist, dass ein Mensch etwas sagen kann zu Gott, das er sonst sich vor keinem anderen trauen sollte. Vor Gott hat man eben die Möglichkeit, alle Bitten vorzutragen, egal wie peinlich das jetzt ist, denn vor Gott braucht einem das nicht peinlich zu sein. Zudem haben wir gesehen, dass es medizinisch evident ist, dass Beten eine positive Reaktion des Körpers hervorruft und gut für die Gesundheit ist, dass Beten offensichtlich eine Art Energie freisetzt, die sich dann auf andere im kollektiven Bewusstseinsfeld oder in dem Quantenfeld, in dem wir alle verschränkt sind, eben überträgt. Und wir haben gesehen, dass bei Visionen und Wundern und bei Bekehrungszeugnissen und Erlebnissen es immer wieder so ist, dass Menschen, wenn sie sich ehrlich und aufrichtig an Gott wenden, tatsächlich Hilfe bekommen. Denn für Gott ist nichts ein Hindernis. Schließlich ist Jesus von den Toten auferstanden und deswegen ist es für den allmächtigen Gott auch überhaupt kein Ding, wenn man eine schwere, für den Menschen unheilbare Krankheit heilt. Das kann letzten Endes nur die Kommunikation mit Gott. Und eine persönliche Beziehung zu Gott ist das Kostbarste, das man haben kann. Natürlich braucht das Pflege. Und ein besonderer Schritt ist die direkte Kommunikation und damit die direkte, ehrliche Verbindung mit Gott im Gebet.